Ja, ich war ja nun selbst 22 Jahre lang Hardcore-Kiffer, muss man sagen, täglicher Hardcore-Kiffer. Und ich kann von mir sagen, auch wenn Cannabis, Marihuana als leichte Droge bezeichnet wird oder auch oft als Einstiegsdroge oder wie auch immer, so kann ich von mir sagen, dass diese Droge ja, mehr und mehr, am Anfang noch nicht ganz so, aber dann immer mehr und mehr nach vielleicht 2, 3 Jahren ungefähr und später vor allen Dingen auch dann mein gesamtes Leben bestimmt hat. Wirklich mein gesamtes Leben von morgens bis abends bestimmt hat. Auch wenn vielleicht andere, die jetzt meinetwegen von Heroin oder von Crack abhängig sind, darüber lachen mögen. Für mich war es bestimmt kein Witz. Und ich meine diese Dinge sehr ernst, wenn ich sage, dass ich dort in einer absoluten Sucht war und absolut da in einer Gebundenheit war, die mein gesamtes Leben von morgens bis abends bestimmt hat. Ja, die mich auch, wie soll ich sagen, sozial isoliert hat, immer mehr zurückgezogen hat man sich dort und ja, die Freunde, der Freundeskreis war natürlich auch alles welche, die ebenfalls dort konsumiert haben. Auch damals schon mein Freundeskreis als Jugendlicher. Da waren Drogen wirklich an der Tagesordnung, zumindest an der Wochenendsordnung. Und ja, es war alles eigentlich vorhanden, ne? Ich habe, wie gesagt, nie irgendwelche halluzinogenen Drogen zu mir genommen. Da habe ich schon immer Respekt vor gehabt, auch einige abschreckende Beispiele gesehen von Leuten, die in Anführungsstrichen, so wie es so schön heißt, hängen geblieben waren und absolut nicht mehr richtig im Kopf waren. Und das war für mich auf jeden Fall von Anfang an eine Abschreckung, wo ich gesagt habe, solche Drogen werde ich niemals anfassen und habe ich auch nicht. Und ja, aber wie gesagt, das, was jetzt Marihuana, Cannabis dort als leichte Droge bezeichnet wird, das hat schon ausgereicht in meinem Leben auf jeden Fall dafür, mich von vorne bis hinten zu versklaven und mein Leben von morgens bis abends zu bestimmen. So, und jetzt werden wir uns hier nochmal einige Dinge anschauen. So, das hier sind jetzt Videos, die ich schon vor 7 Jahren gemacht hatte, wo ich hier Dinge, dann bestand meine Arbeit hier noch darin, Videos zu übersetzen. Ich hatte ja da auch viele biblische Videos gemacht, auch mit Übersetzung der Bibelauslegung. Hier habe ich dann, als ich zur Erkenntnis des Heiligen Gesetzes gekommen bin, als ich das alles durchschaut habe, was da passiert ist, dass das Heilige Gesetz von Jesus dem Christus halt völlig pervertiert und entheiligt wurde. Und dass in der Bibel ein falsches Evangelium gepredigt wird, wie auch ein falscher Gott, habe ich die alle wieder runtergelöscht. Und ja, weil ich damit einfach nicht mehr mich identifizieren konnte und kann. Und ja, in Bezug, gerade auch in Bezug auf dieses, auf die traumabasierte Gedankenkontrolle, ist es für mich absolut offensichtlich, dass auch die Bibel ein absolutes Werkzeug und Instrument der traumabasierten Gedankenkontrolle ist. Das habe ich ja schon erklärt mehrfach, auch in vorhergehenden Videos, ne, dass dort über Angst und Schuld und Scham eine sogenannte frohe Botschaft verkündet wird, dass endlich jemand gekommen ist, hier, um uns vor diesen psychopathischen, rachsüchtigen und unvergebenen, blutrünstigen Gott und dem Fluch des Gesetzes in Anführungsstrichen zu befreien. Und er hat sein Blut jetzt für uns dargebracht, in einem Blut- und Menschenopfer, damit wir jetzt diesem Wrath of God sozusagen, dieser Rache Gottes, dem rächenden Urteil Gottes da entfliehen können. Ich meine, wenn das keine traumabasierte Gedankenkontrolle ist, was bitte dann?
Das wahre Evangelium allerdings kommt über die Erkenntnis der wahren göttlichen Liebe, die Jesus der Christus in Form des heiligen Gesetzes, in seinem lebendigen Beispiel gegeben hat, zumindest denen, die ihn halt auch gesehen haben, die ihn live sozusagen erfahren durften, die das Glück haben, diesen unglaublichen Segen erfahren durften, ihn persönlich zu sehen oder sogar mit ihm zu wandeln. Ne? Und wie gesagt, da ist die Botschaft, eine wahre Botschaft der Liebe, ne, zu allen Geschöpfen, dass die Liebe Gottes sich auf alle Geschöpfe Gottes ausstreckt und dass Gott alle Geschöpfe erschaffen hat, damit alle seine allumfassende, alles durchwirkende göttliche Liebe erfahren können. Denn es gibt keinen größeren Segen und keine größere Verwirklichung im Leben eines Menschen, als die Liebe Gottes zu erfahren, die wir natürlich dann auch weitergeben, berufen sind, weiterzugeben. Denn so funktioniert das Reich Gottes, einen Segen, den man bekommen hat, auch weiterzugeben. Ne? Und wie gesagt, da führt natürlich, geht das auch mit einer Buße einher und mit Schuld und vielleicht auch mit Scham. Aber natürlich kommt das über einen ganz anderen Weg, nämlich nicht über die Angst, sondern über die Liebe, über die Erkenntnis dieser Liebe, dieser alles umfassenden göttlichen Liebe, die sich, wie gesagt, auf alle Geschöpfe bezieht, denn wahre Liebe tut zum Wohle aller Geschöpfe und nicht nur für einige. Über diese Erkenntnis kommen wir dann sozusagen zur aufrichtigen Reue und dann halt auch zur aufrichtigen Buße und Umkehr. Also die ursprüngliche Motivation war die Erkenntnis der Liebe und nicht etwa die der Angst, ja, die der Schuld und die der Scham, ja, dass wir als Menschen vor Gott nichts wert sind. Niemand ist vor ihm gerecht, niemand kann gerecht werden, auch was er auch tut. Wenn er sich noch einmal am Gesetz versündigt hat, ist es egal, ob er den Rest seines Lebens gute Werke tut. Niemals kann er wieder vor Gott gerecht werden. Und laut der katholischen Kirche ist es ja sogar so, dass durch die Erbsünde sowieso jede Seele von Geburt an zur Hölle verdammt ist. Es sei denn, man nimmt dieses eine Blutopfer von Jesus an. Ne, sein Opfer am Kreuz war aber gewiss kein notwendiges Blutopfer, sondern war eine Demonstration seiner Liebe und auch der Liebe Gottes gegenüber dem Gesetz, gegenüber der Wahrheit, gegenüber der gesamten Schöpfung. Und das ist das Mysterium, die Kraft des Kreuzes sozusagen, die heute noch immer die Menschen zu Gott führt. Aber dann werden sie halt abgefangen von Satan, weil sie dann denken, die Bibel ist jetzt wahr, weil das einzige Buch, in dem halt über Jesus berichtet wird, ist halt die Bibel. Und so werden die Leute dann systematisch zur Bibel geführt und werden dann mit solchen Gotteslästerungen indoktriniert, dass Gott Blutopfer dafür braucht, zur Vergebung braucht, Blutopfer angeordnet hat, ein Blutopferpriestertum eingesetzt hat, sein Volk, was er zur Heiligkeit ausberufen hat, dazu auserkoren hat, ganze andere Völker abzuschlachten mit Mann und Maus, mit allem, was Lebensodem hat und so weiter und so fort. Und ich weiß es nicht, wie die Bibelchristen es schaffen, in ihrer Schizophrenie solche Dinge mit einem liebenden Gott in Einklang zu bringen. Das ist für mich ein absolutes Rätsel und kann und werde ich niemals mehr verstehen. Am Anfang, wie gesagt, am Anfang meines Glaubens bin ich zum Teil natürlich auch auf diese Dinge reingefallen, weil ich es nicht besser wusste. Aber je mehr ich mich dort mit der Bibel beschäftigt habe und gelesen habe, desto mehr wurde mir klar, es kann nicht alles von Gott sein in der Bibel. Und Gott kann nicht gleichzeitig solche Dinge anordnen, wie tägliche Tieropfer und so weiter. Und dann aber seine Propheten immer wieder senden,
um sein Volk von diesen Gräueln wieder abzubringen. Oder die Menschen im Allgemeinen. Sowas geht einfach nicht und sowas ist einfach völlige Schizophrenie, zu glauben, dass beides von demselben Gott ausgegangen ist. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, was ich über Jahre jetzt schon immer und immer und immer wieder gekäut habe und immer wieder neue Videos darüber gemacht habe. Für eine, ja, für eine zeitlose, universelle, geistige Wahrheit, die eigentlich jedem Menschen inne wohnt. Und es ist eigentlich wirklich ein absolutes Armutszeugnis und absolut traurig, dass man über solche Dinge noch irgendwie lange diskutieren muss. Und ja, wem dient man denn wohl, wenn man solche Dinge tut? Der Seite der Finsternis oder der Seite des Lichts, wenn man sich an Blutvergießen beteiligt, unschuldiger Tiere, nur weil man halt irgendwie da seine Geschmacksnerven befriedigen will oder nicht bereit ist, irgendwie in seiner Hartherzigkeit fleischlose Dinge zu essen, wem dient man damit wohl? Ja, ich möchte jetzt aber auch hier nicht wieder zu weit abschweifen, deswegen möchte ich jetzt nochmal zurückgehen hier auf das Thema der Pharmakeia, Pharmaindustrie und Drogen und wie das alles absolut Hand in Hand geht mit der geistigen Welt und mit dämonischen Entitäten. Das hier sind, wie gesagt, drei meiner Videos hier über Pharmakeia. Da würde ich jetzt noch Ausschnitte eben abspielen. Da sind auch deutsche Untertitel mit bei. Und dann nochmal eben einen kleinen, ja, hier und da ein paar Worte dann dazu sagen. This is a topic, the role of sorcery and drugs in opening the last day spirit portal. And I'm getting more and more convinced all the time that this is an area that all people need to be aware of, particularly the Christian community, because we've been very lax in understanding what goes on in this concept of sorcery and the role of drugs and the spiritual implications itself. The whole purpose of this talk, and just to give you a little heads up here, is to educate, first of all, on some history of sorcery and drugs in spirit contact, in use in spirit contact, both from secular and biblical records. Sorcery, if you look in a simple definition, for example, in Wikipedia, it's called the manipulation of magic. But I'm very interested in what the ancient world says, and particularly the Bible. In the Old Testament, the Hebrew word, it's keshef, I believe it's pronunciation, and it relates to sorcery or witchcraft. In the New Testament, there are actually two words that are used. One is mageo, and that means to be a magician or to practice magical arts. Auch hier nochmal zu betonen, selbst in der Bibel sind die Worte, die dafür verwendet werden, absolut eindeutig, dass es dort um Zauberei geht, um Hexerei, um Magier und Giftmischer. But the one I'm really interested in the most is the term pharmakeia. And pharmakeia is the use or the administering of drugs. Involved in sorcery, magical arts and often in connection. Der Konsum oder der Gebrauch von Drogen bzw. Verabreichung davon in Zusammenhang mit Zauberei und magischen Ritualen. Wie gesagt, genauso wie in der Musikindustrie, in der Pornoindustrie und auch in der Hollywood-Filmindustrie geht das immer dort mit Götzendienst einher und mit Kontakt zu dämonischen Entitäten. With idolatry and fostered by it. So drugs are a key connection, and obviously you see the word pharmakeia and its connection to pharmacy and what we know is administering of drugs. In Revelation 18 is a very, very important passage that many people gloss over. In that passage, if you read it, you will find very clearly that the kings of the earth and the great merchants of the earth conspire together. Auch das hier. Na, die Könige und Herrscher der Welt. Wer sind denn diese Könige und Herrscher der Welt? Die Herrscher der Welt sind seit Ewigkeiten die Juden, heute mehr denn je. Das sind die Könige und Herrscher. Die haben sich verschworen, um mit Zauberei, Pharmakeia, die
die ganze Welt zu täuschen, wie es hier gleich heißt. And it says they do sorcery, and the word used there is pharmakia, which is the use of drugs to control the activities of the world. And it says through this they deceive the nations of the earth. Dadurch wollen sie die Menschen und deren Handeln kontrollieren und somit die Nationen täuschen. Natürlich ist das auch nur ein Mittel davon. Der Fernseher ist auch mindestens genauso schlimm wie alle Drogen gemeinsam. Der Fernseher ist ein Hypnotisierungswerkzeug für die Eliten, das die Menschen wirklich hypnotisiert und indoktriniert. Anders kann man das nicht mehr sagen. Es ist Massenhypnose. Which is a very, very powerful passage and describes a lot about the deception of our world systems and institutions over the populace, over their control of food and drugs and things like that. Hauptsächlich mit Nahrung, durch Nahrung und Medikamente. Das muss man sich mal, wir haben es eben schon gesehen. Die riesigen Nahrungskonzerne, die Pharmakonzerne, wer kontrolliert die? Dreimal dürft ihr raten. Und natürlich auch der Drogenhandel, wie wir da schon gelesen haben und gehört haben in dem Video über die jüdisch-kasarische Mafia. Ist auch der Drogenhandel, der weltweite Drogenhandel in der Hand der Rothschild-Familie und so weiter und so fort. This, well, that's right out of the pages of the Bible, I believe, and I think this passage makes it clear that there is a consortium of government officials as well as people that are in the business, the commercial business, and they find it to their mutual advantage of control to make use of sorcery. Auch das sollte man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Dass es ein Konsortium, also eine Vereinigung von Regierungsmitgliedern gibt und Geschäftsleuten gibt, in den höchsten Ämtern sozusagen, in den höchsten Hierarchien, als auch in der Werbeindustrie, die den Gebrauch und die Verabreichung von Drogen zu ihrem Vorteil nutzt und dadurch dunkle spirituelle Mächte herbeiruft, die einen Großteil der Bevölkerung täuscht und irreleitet. Wir sind quasi wirklich umgeben, umzingelt, restlos umzingelt und bombardiert mit diesen Mitteln zur Täuschung, zur Indoktrinierung, zur Irreleitung und zur, ja, wie soll man sagen, damit wir in Kontakt treten mit diesen dämonischen Entitäten und dieser Täuschung zum Opfer fallen. Alles, was in unsere Augen kommt, in unsere Ohren kommt, gerade auch über den Fernseher oder was weiß ich, Live-Konzerte und so weiter und so fort, von Musikern, all diese Dinge haben einen und denselben Hintergrund, ein und dieselben Ursprünge in der geistigen Welt bei Satan und seinen Dämonen. Which involves his use of drugs and also through dark spiritual powers, and the net effect is they're able to deceive large portions of the world public in their process of this. And these chemicals would probably best be described by the term entheogens, which are drugs which do something to your psychosis, your spirit, to enable you to overcome any barriers to make direct contact with spirits in the spirit world. And some of the natural substances include something like, I believe it's pronounced psilocybin. It's basically known as magic mushrooms. It's the ingredient in the hallucinogenic mushrooms. We have another chemical called scopolamine, which is also enclosed in chemicals like, or plants, natural growing plants like belladonna, henbane, witch's herb. Auch dieses schwarze Bilsenkraut. Da gibt es auch ein Video auf YouTube über die Hexen, jahrhundertealtes Gift sozusagen, Gebräu, Hexengebräu kann man sagen, wo dieses schwarze Bilsenkraut verwendet wird, was hochgiftig ist und was auch hoch, ja, sehr halluzinogen wirkt und auch teilweise außerkörperliche Erfahrungen und völligen Rausch dort bewirkt. Und ja, wie gesagt, in der Hexen,
Welt sozusagen sehr, sehr bekannt hier, dieses schwarze Bilsenkraut. And even something called Angel's Trumpets, which is very ironic. DMT and its use in a blended form in ayahuasca tea made by the shamans in the Amazon area. And then we have mescaline, which comes from peyote and similar sources like this in Central America. Now, there are man-made chemicals. We have not been satisfied with the natural entheogens. Man has decided to make his own more concentrated versions, and some of these are things like LSD, chemical DMX, which I'll mention more just in a moment, and even commonplace alcohol, in certain cases, does a very effective role as an entheogen. Now, just to comment on two of these, dextromethorphan or DMX. Believe it or not, it's just used as the key ingredient in common. Auch das hier, diese Codein-Hustensäfte, waren in Amerika oder waren und sind immer noch in Amerika absoluter Trend geworden, weil das auch wieder mal dort in der Musikindustrie dort verherrlicht wurde und diese ja, sogenannten Vorbilder und Stars, diese Idole, die dort angebetet werden, das ihnen vorgelebt haben und als was Tolles und als was Cooles präsentiert wird dort, genauso wie Drogenkonsum jeglicher Art, Gewaltverherrlichung jeglicher Art, Herabwürdigung von Frauen als reine Sexobjekte, Materialismus jeglicher Art und so weiter. Alles dort wird natürlich verherrlicht bis zum geht nicht mehr. Und dieser Hustensaft hier, das wird dort getrunken wie Mineralwasser schon fast und führt auch zu unzähligen dort Opfern. Wie man hier ja schon sieht, allein in Amerika 3,1 Millionen bekannte Fälle und die Dunkelziffer wahrscheinlich noch um ein Vielfaches höher. Cough suppressants. If you go to the drugstore and look for your cough suppressants, they're going to have a DMX, DM symbol typically on them. Unfortunately, according to news reports that are out, it is widely misused as a psychotropic drug by at least 3.1 million Americans. And that's just young Americans that are using this very common over-the-counter drug, taking it in portions that will actually create some kind of spiritual contact. And the reports I have said that they've documented entity contacts, out-of-body experiences, and other paranormal events by use of this simple chemical that we have in our own drug cabinets. There are actions, I believe, now behind the scenes right now that it is premeditated and being planned with to have the use of drugs to chemically assist humans in establishing contact and opening portals to the spirit world, to actually overcome whatever limitations we have, any barriers to overcome them. And I would say that if you do some studying in this, you will find and you. Auch das hier, diese ganzen Lichteffekte, diese Bewegungs, auch das alles haben wir eben gesehen und gelesen, dass es dort angewendet wird bei der Programmierung, um dann solche Trance-Zustände hervorzurufen. Und kein Wunder, dass man sowas hier bei den Live-Konzerten, die ja solche großen satanischen Hexen- und Zauberrituale sind, kein Wunder, dass es dort angewendet wird und dass dort auch der Gebrauch, der Konsum von Drogen an der Tagesordnung ist. Und dann gehen diese Menschen dort zu 100% in Resonanz mit diesen Satans-Marionetten auf der Bühne dort. Man kennt das ja, die wissen es so oder die verstehen es ganz genau, die Massen dort zu kontrollieren und sie dazu zu animieren. Ne, hier von wegen, jetzt hebt alle eure Hände und macht dies und das und wenn ich das sage, dann macht ihr dies und bla bla bla. Man kennt das ja, die werden dann wirklich zu Marionetten von den Leuten dort auf der Bühne und da kommt dann wieder dieses Bild zum Vorschein von Muse, der Handler, wo dort der eine Unsichtbare dann den Kopf, da wo ein Joystick dann aus dem Kopf kommt, den einer aus dem Hintergrund lenkt und derjenige, der gelenkt wird, lenkt dann wiederum einen Joystick und lenkt dann die Massen. Und genau das ist das Prinzip, was hier überall stattfindet. Probably already aware, most of you, that a very large portion of our population is already on mood-enhancing or reality-altering drugs. Many of these are, in fact, tryptamine-based products,
that affect our neurotransmitters, and in many ways are very, very close cousins, very similar in their look to serotonin, to DMT, and similar chemicals itself. And their chemistry is just very, very close to hallucinogens and their effect on neurotransmitters. The long-term effects of these chemicals, since they're really so many of them are new in this generation, are not understood, but they have documentation where some of these drugs have gone and had the opposite effect at a later date, unexpectedly, of psychotic events that result in suicides, that result in death events of people. The impact is already happening in society with the number of people who are succumbing to the spiritual impacts of drug consumption and other kind of occult activity, and as well as the increase in psychotic violence that's occurring. Control the substances you and your family ingest. And that requires, and that's all materials, drugs, food, anything you take. Now, not only the physical intake, but also the intellectual and spiritual intake as well. And that requires. Ja, das kann man noch mal betonen hier. Jeder sollte tunlichst extrem aufpassen und sich extrem bewusst machen, was er sich dort, was in des Wortes zu Gemüte führt, was er in seine Augen lässt, was er in seine Ohren lässt und in seinen Mund lässt. Ne? Denn all das sind letztendlich Portale, wo die Entitäten dann halt in uns eindringen können und das auf jede Art und Weise dort auch versuchen. Da wir da auch damit bombardiert werden, aufgrund, dass wir natürlich von den Leuten beherrscht werden, die von diesen Entitäten halt ferngelenkt sind. Ne, die Marionetten dieser Entitäten sind diejenigen, die die Welt hier beherrschen. Und sie tun hier den Willen und die Werke des Satans auf Erden. So, jetzt kommen wir hier nochmal zu dem zweiten Teil, nochmal eben einleiten, auch nur kurz. Hier geht es jetzt auch darüber, gerade in den USA, dass dort, wie gesagt, Pillen gegessen werden, wie Smarties, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass auch hier zum Beispiel in der 9-11-Hotline, und bei dem Notruf, dort, wenn dort die Rede ist, wenn sich dort jemand meldet und der dann vor allem auch, wenn er gerade gesteht, ein Geständnis ablegt, er hätte gerade, was weiß ich, getan, seine Familie umgebracht oder dergleichen. Die allererste Frage, die dort immer gestellt wird, sind sie unter Medication, also nehmen sie irgendwelche Medikamente. Und das ist alles andere als ein Zufall. Und ja, ist wie gesagt der Hauptauslöser auch dafür. Und hier schauen wir nochmal eben ein paar Minuten rein, nicht das ganze Video, nur eben einen kurzen Teil davon. I have to say, whenever I read in the newspaper of some violent act, one of the first questions I ask is, was the person on medications? Virginia Tech or the school shootings or the, my first thought is always, I wonder what drug he was taking. There are side effects to the use of drugs. Wie gesagt, das sind hier angesehene Doktoren und dergleichen, Psychologen, anerkannte. Und sie sagen hier, wie gesagt, wenn sie von solchen Ereignissen hören, dass, was weiß ich, Morde, Selbstmorde oder auch Amokläufe dergleichen, das ist die allererste Frage, die sie stellen, auf welchen Medikamenten war derjenige, der diesen Mord oder Selbstmord dort verübt hat. And also very damaging and dangerous long-term effects, which psychiatrists often don't consider as being important. They induce violence. They induce self-violence, they induce distortions of reality leading to hallucinations, they induce a whole variety of psychiatric problems, which are then typically treated with more psychiatric drugs. Den Satz nochmal eben, muss man sich auch über Zunge zergehen lassen. Man gibt ihnen erst Psychopharmaka, die dann wiederum noch schlimmere Nebenwirkungen psychotischer Art sozusagen hervorrufen. Und was tut man dann? Man gibt ihnen noch mehr Pharmaka. Und woran erinnert einen das? An diesen Secret Covenant, ne, dieser gefallenen Engel, wo dann geschrieben steht, wir machen sie erst krank und wenn sie dann zu uns kommen, dann geben wir ihnen Medikamente, die sie noch kranker machen und so weiter und so fort. Eins zu eins das, was dort umgesetzt wird. Und ja, hören wir noch mal ein bisschen weiter hier im Rhein.
talking about a rash. We're not talking about dry mouth. We're not talking about nausea. We're talking about sudden, compulsive, overwhelming suicidal or homicidal urges. We're talking about violent deaths. We're talking about crippling injuries. Auch da sollte man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen hier. Zwanghaftes und sehr plötzliches Auftreten von einem erdrückenden Verlangen zu Morden, Selbstmorden, zu gewaltsamen Toden, verkrüppelten Verletzungen, zu Gewalt jeglicher Art. Auch am Anfang in dem Intro hat dort ein Familienvater angerufen bei 9/11 und hat gesagt, ich habe gerade meine ganze Familie umgebracht. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, nach dem Motto. Und auch er wurde gefragt, sind Sie unter Medikation? Und dann hat er gesagt, ja, ich nehme dies und das. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber wie gesagt, absolut bezeichnend dort in Amerika. Psychiatric drugs are rampant in society today. It's become really an epidemic. The first drug that they put him on, I did not like it. He had very bad reaction. He became a completely different person. He was very, as you would say, aggressive. He became obsessive compulsive, paranoid about bad guys, afraid of dying. He was started sniffing his hand 20 to 30 times a minute, out of control rages. He couldn't think straight, he couldn't act straight. It made him irritable, it made him violent. At one point he threatened to kill himself and to kill me, and he was only 6 or 7 years old. From the moment that I started taking these drugs and to the moment that I stopped, all that happened in my life was things got worse. Depression got worse, the anger got worse, the outburst got worse. I had no idea what was happening to me. I would start quivering and shaking. I would drop onto the ground, literally I could not control anything. Within 4 hours of taking 25 milligrams of Zoloft, I was standing on a balcony at a church. And again, there was the thinking, I'm going to jump. The psychiatrists have carved out a great niche for themselves in the prescribing of drugs, but if you look at the history of treating people for mental and psychological disorders, it's a history fraught with things that don't work. They're not helping people with drugs, and they're not looking out for harming people. They're ignoring the harm. Ja, hier kann man das auch beenden. Also wie gesagt, Medikamente, die nicht helfen, ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Sondern im Gegenteil, die verschlimmern alles nur und das systematisch und auch gewollt. Ne? Und das ist, wie gesagt, Hand in Hand mit Witchcraft, Sorcery und mit dämonischen Entitäten. Es könnte nicht offensichtlicher sein, was die Menschen dort selbst bezeugen. Das spricht für sich selbst. Das spricht einfach für sich selbst. Da braucht man gar nicht irgendwelche tieferen, weiteren Beweise zu suchen. Das spricht einfach für sich selbst und dass das, wie gesagt, alles andere als Einzelfälle sind, sondern tägliches Business da sozusagen in den USA, das dann noch umso mehr. So, jetzt hier nochmal einige abschreckende Beispiele hier von wirklicher Dämonisierung und Zombisierung von Menschen, die dort diese synthetischen Drogen dort zu sich nehmen. Auch da findet man viele, viele Videos dann im Bezug auf Flacker in Kalifornien zum Beispiel oder Spice, synthetisches, ja sowas wie Marihuana, synthetisches Marihuana, wo die Leute von übelsten Horrortrips und auch davon berichten, dann Dämonen zu sehen und dergleichen. A new synthetic killer drug known as Flacca is spreading rapidly. We see high fashion condoning drugs, and you know, celebrities are now becoming the people's idols, and so many of them are publicly known to be hooked on alcohol and drugs. This is madness, guys. There are even TV shows that are making it look cool. A new synthetic killer drug known as Flacca is spreading rapidly across the United States and already causing an epidemic of overdose fatalities and acts of violence.
We're talking about Flocka. Flocka? The drug is called Flocka. Some have dubbed it the insanity drug. And it's everywhere. It's been described as the scariest drug in the world. More powerful than heroin or cocaine. This is a synthetic drug that can alter your state of mind, raising excited delirium, body temperature, and literally losing their mind. They're all experiencing like superhuman kind of strengths. Or it takes 6 policemen to hold them down. Das muss man sich mal hier anschauen. Da denkt man wirklich, man ist in der Zombie-Apokalypse angelangt. Und diese Menschen entwickeln hier übernatürliche Kräfte. Da wird auch von Fällen berichtet, wo 6 bis 7 Polizisten es nicht geschafft haben, einen solchen dämonisierten Mann hier da unter Kontrolle zu bringen. Und wie gesagt, die laufen hier mit Geschwindigkeiten. Hat man ja gerade gesehen, wie der Herr sich hier dort, der Mensch sich hier gerade dort in einen Kofferraum oder ein Heckfenster dort gestürzt hat. Also das ist wirklich einfach nur noch erschreckend. Und da sieht man, dass diese Menschen jegliche Kontrolle über ihren Geist, über ihren Körper, über alles verloren haben und dort von dämonischen Entitäten übernommen wurden. That's a problem. Psychotic breakdowns, hallucinations, aggressive, violent behavior, cannibalism and self-mutilation, indiscriminate violence. When Flocka takes over, we are living in the context of the end of the age. We are a nation under judgment. But you think it's bad? Wait until you see what really bad is. Ja, Gateway to Demonic Possession im wahrsten Sinne des Wortes. Das soll auch dann hier reichen. Diese erschreckenden Bilder sollen auf jeden Fall bis hierhin erstmal reichen. Jetzt hier nochmal über hier Orlando Brown, auch einen ehemaligen Disney-Star, der dort in Disney oder von Disney sozusagen dort, ja, man kann schon sagen, gezüchtet und geschaffen wurde. Sicherlich auch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit und Sicherheit ein Monarch-Programm, Monarch-Sklave sozusagen war. Und er hatte auch, war hier Crystal Meth süchtig und hat sich alle möglichen Arten von Drogen einverleibt, war auch Alkoholiker. Und da wollen wir uns mal hier kurz anschauen, was er hier zu sagen hat. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt hier wieder hakt. Irgendwie. Kleiner Moment. You were on That's So Raven. Hello. Auch hier die Augen sich mal anzuschauen von ihm. Also ich weiß nicht, ob das hier echt ist. Auf jeden Fall sieht das sehr befremdlich aus. Und nahezu schon dämonisch-reptiloid aus. Aber ich denke schon fast, er hat sich dort irgendwelche solche Kontaktlinsen eingefügt. Damit man nicht sieht, dass er völlig stoned ist und völlig bekifft ist. Denn auf mich macht er auf jeden Fall den Eindruck hier, als wäre er absolut Hi, bis zum geht nicht mehr, aber schauen wir mal an. You were on That's So Raven. How long were you on that show? When I started, I was 13, then I ended at 18. Was that a good thing for you? Did you enjoy that? I enjoyed it tremendously. Actually, we were working on something to basically get us all back together, the cast, and also we're on a show called Coach Eddie. Uh-huh. So that's pretty cool. But I had a great time. We definitely were all family. As far as the show is concerned, but it's you know, as far as the off stage, it was just even more magical. You know what I mean? Er sagt, die waren alle Familie dort und hinter der Bühne war es noch magischer, sagt er hier wortwörtlich, was auch immer er damit meint. Und das ist jetzt hier von seiner Serie, da die Rede, ich weiß nicht, Raven oder so. Mir sagt das nichts, ich habe das auch nie geschaut. Aber ja, hören wir mal weiter hier und was er hier zu sagen hat. Yeah. Do you still speak to Raven? Of course. Mm-hmm. Of course. I haven't seen her too much lately, but... What's your relationship like with her now? Right now, it's pretty good. I want to marry her, but I got to find out a way to
to ask her. So right about now, I'm just chilling. Wird hier nach seiner Beziehung gefragt, hier zu Raven. Ist wahrscheinlich hier eine weibliche Figur dort. Der sagt, er möchte sie eigentlich heiraten, aber traut sich wohl nicht, sie zu fragen. So your career was going along really well, and then it seemed like it kind of took a downturn. Yeah, well. What happened? Well, a lot of drinking is what happened. I was drinking a lot, and I just found myself in a dark place because I couldn't really find everybody, not knowing that. It's like kind of like looking for your keys, but when you stop looking, they're right there type of deal. Yeah. So I started to realize what was in front of me, and from there, you know, now I'm good. But back then, it was the drinking. It was a binge of Taka vodka and any kind of vodka I could get my hand on, along with some drugs, heavily medicated with marijuana at the time. And then not only that, but, you know, you still got the crystal meth incident that I had. So, you know, and I started. Ja, er spricht hier von seinem Absturz da mit jeglichen Drogen hier. Alkohol, Marihuana, Crystal Meth. Auch da werden wir dann nochmal drauf eingehen, auf Crystal Meth. Und dann soll es das auch gewesen sein hier an Beispielen und mit diesem Video. I started to sell it, essentially, but, you know, just the influence and the demons that come with that drug, you know, kind of took over. So I'm glad I kicked that. So today I'm glad to say I'm 4 years sober, and you know, it's been quite a journey. Er sagt, er wäre jetzt heute, er ist froh, dass er jetzt nüchtern und clean ist, aber ja, macht für mich auf jeden Fall alles andere als einen Eindruck, dass er jetzt clean und nüchtern ist. Da musste hier der Dr. Phil sich auch gerade dann räuspern, als er das gehört hat. Journey. Yeah. And how are you doing now, mentally, emotionally, drug and alcohol wise? I mean, just all across the board in terms of your functioning, how are you doing now? Doing well. Doing very well, actually. I'm proud of myself. I've never been one that was really too big on addiction. So, like I used to do things out of boredom. But then I woke up and realized, you know, I was sleeping next to my drug of choice, and it's like, damn, bro, you got a problem, you know. So now I have that understanding and that peace within myself, and plus, you know, I'm doing it for my kids as well, you know. Every time I think, ja, er will jetzt den Anschein erwecken, als sei er darüber hinweg und hätte inneren Frieden und würde es für seine Kinder tun. Was er jetzt gleich über seine Kinder sagt, das hören wir uns dann auch noch mal an. Um dann seine Aussage gerade nochmal urteilen zu können, er würde es für seine Kinder tun. Think about, you know, either relapsing or anything of that nature is, it's an impossibility for me because I just want to see my kids. Yeah. So, how many children do you have? Quite a bit, but 4 that I know of. Yeah. Er wird gefragt, wie viele Kinder er dann nun hätte. Und er sagt auch einige, also jedenfalls 4, von denen ich weiß, sagt er. Definitely looking forward to see them. So, how old are your children? My kids are 2. One is 5. One is actually 11, and the oldest is like 16 to 18. Okay, 16 or 18? Yeah, 1 or 2. You're not sure? Not sure until I get in front of their faces. I've been like I said, I was a mess for a while, man. What's your 2-year-old? Er weiß noch nicht mal, wie alt sein erstes Kind ist, was er bekommen hat, als er das erste Mal Vater wurde. Hat das noch nicht gesehen und auch seine anderen Kinder wahrscheinlich nicht. Und ja, schon sehr, sehr befremdlich und erschreckend, ehrlich gesagt. Two-year-old's name. Two-year-old's name, actually Schuyler. And is that a girl or a boy? That's a little girl. What's your 5-year-old's name? Orlando Jr., actually. What's the 11-year-old's name? My 11-year-old's name... I gotta figure that one out, but if I had the name of anything, it'd be John. What do you mean if you had the name? He doesn't have a name? I haven't met all my children yet. Er sagt gerade, er hat noch nicht eins von seinen Kindern jemals getroffen. Er weiß nicht, wie sein 11-jähriges Kind heißt, wenn es überhaupt 11 Jahre alt ist. Er weiß auch nicht, wie er gleich sagt, wie sein 16- oder 18-jähriges Kind heißt. Ja. Only really? I only seen Mason when he was little.
But as far as the little girls and everything, I haven't met them yet. Yeah. What's the 16-year-old's name? That, don't even know that either. Don't know the... No, don't know the 16-year-old's name. That's what I'm intending on doing. Getting, you know, back with the fam and figuring out, you know, who everybody is and what everything is. Yeah. You know? What's your full name? My full name is Orlando Brown, Prince Michael Jackson Jr., and that's a.k.a. Blanket. So what's Prince Michael Jackson Jr.? Well, it's my... Ja, er nennt sich das Prince Michael Jackson Jr., sagt er, das ist ein Spitzname, den er sich selbst gegeben hat, weil Michael Jackson sein Vater sei, sagt er da. Ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, das ist das Ergebnis hier von Disney Stars. Wenn ihr so enden möchtet, dann geht zu Disney. So, jetzt nochmal jetzt zu der Droge Crystal Meth. Hier nochmal ein Foto von einem, der zum Glück davon freigekommen ist und jetzt dann so aussieht. Und das ist ein Foto hier von seinen Drogenzeiten halt, wo er noch süchtig war. Und man schaue mal dieses Gesicht hier. Wirklich, ja, da ist kein Leben jeglicher Art irgendwas mehr zu erkennen. Nichts, was mit Leben und mit Gott zu tun hat, kann man hier sehen. Völlig, wie soll man sagen, völlig ausgelutscht, ausgesaugt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wollen wir jetzt nochmal eine Aussage anhören von dieser jungen Dame, die dort auch als Heilerin arbeitet. Ich glaube nicht professionell, aber halt auch aus ihrem Glauben an Christus dort vielen Menschen hilft. Und sie hat ein sehr gutes Gespür dann auch für die Energien und kann sich dort mit diesen Energien verbinden und dann halt auch die Entitäten sehen und erkennen, mit denen dann diese Leute, in den meisten Fällen halt Drogensüchtige, die sie dort behandelt und denen sie hilft, dann kann sie dann auch diese dämonischen Entitäten dort halt erkennen. Aber bei Crystal Meth, sagt sie, da war das anders, sondern es war halt, sie wusste, da ist irgendwas anwesend in diesem, Süchtigen, dass da irgendeine Entität war, sie konnte sie aber nicht ausmachen und nicht erkennen, sozusagen. Und hören wir mal, wie sie das jetzt beschreibt, was sie dort energetisch gespürt hat. Sehr interessant, wie ich finde. Chemical. It actually was not a chemical at all. It was a cancerous living cell that was actually working on the spirit. And it was... Ja, sie sagte, das war halt keine chemische Substanz, das Crystal Meth, sondern es war halt wie so eine Krebszelle, sagte sie, die sich immer weiter ausgebreitet hat und zu einem lebenden Organismus geworden ist in dem Körper des Süchtigen und dann dazu führt, wie sie gleich sagt, dass sich das, wie gesagt, im ganzen Körper ausbreitet, jegliche Energie dort raubt, bis wirklich nichts, aber auch gar nichts mehr an irgendwelchen Energien da ist und dann halt auch diesen Menschen, diesen Süchtigen, von allem, was sie mit irgendwas verbindet, mit anderen Menschen, mit der Familie, mit Freunden, im sozialen Umfeld, Hobbys und so weiter, dass das alles dort abgetrennt wurde und von allem isoliert wurde, durch diese lebende Entität, wie sie sagt, bis wirklich nur noch der Süchtige und diese Entität Crystal Meth dort vorhanden waren. Und schauen wir uns dann nochmal dieses Bild an. Da kann ich doch durchaus nachvollziehen, was diese Frau dort hier sagt. Was infecting the spirit. It is a living organism that is growing on things, and what it's doing is it's eating away at energy lines of anything that existed, and it's rusting it, it's depleting it completely of its energy.
Ja, sag doch mal, wie gesagt, ein lebender Organismus, der alle Energielinien dort zerfrisst und auffrisst, sodass halt, wie gesagt, am Ende nichts mehr übrig bleibt. And so for that best friend that you once were, this meth attached itself to that best friend line and it literally ate at it. And suddenly I have no best friends, and it would attach to children. I have no children. I have no mother. I have no father. It was eating away at every single thing in her life and telling her that they didn't exist, and then cutting those lines. She had like zero energy. There's zero motion towards anything. There is. Ja, wie ich eben schon gesagt hatte, sagt sie dort, dass das wirklich der Crystal Meth-Konsument, wie gesagt, da von allem abgeschnitten wurde. Das, was vorher noch der beste Freund war, der existiert auf einmal nicht mehr. Oder Kinder, die da waren, sind auf einmal nicht mehr da. Alles ist nicht mehr wichtig, alles wird isoliert. Und nur noch die Droge ist da. Es wird nur noch für die Droge gelebt, für diesen, ja, Turn, für diesen Kick, der am Ende wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, schon fast gar nicht mehr wahrzunehmen ist oder ja, einfach nur noch der Betäubung halber gemacht wird. Und ja, wie gesagt, das soll er noch auch vielleicht jetzt bis hierhin reichen. Man könnte sich das Ganze vielleicht auch noch länger anhören, aber wie gesagt, ich denke, das soll ausreichen und als Abschreckung und Verdeutlichung dienen, dass Drogen hier nichts anderes sind als Kommunikation und Kontakt mit Dämonen und geistigen Entitäten, die uns ja leersaugen wollen, von allem trennen wollen, in die vollkommene Sklaverei und Abhängigkeit bringen wollen, und so dass wir ja keine Menschen mehr sind und auch unsere eigentliche Aufgabe als Menschen hier, ne, weswegen wir hier inkarniert sind, auf dieser Erde dann nur wahrnehmen können, auch unsere wahre Identität natürlich in Gott und Christus niemals dann finden können, weil wir dort in diesen, ja, satanischen, dämonischen Gebundenheiten dann gefangen sind. Ja, wie gesagt, über Drogen könnte man noch so viel erzählen und es wird immer schlimmer, auch in Amerika zum Beispiel, wenn man sich das anschaut. Kensington Avenue ist eine der bekanntesten Straßen dort, ich glaube Philadelphia oder so, wo das da ist. Ich habe ja schon davon erzählt auch, dass da unzählige Hunderttausende von Obdachlosen auf den Straßen in Zelten leben. Und dann halt auch gerade dann in diesen Gegenden, wie eben genannt, dann halt wirklich, dort sind einfach nur Zombies. Das sind wirklich nur noch Zombies. Da ist nichts Menschliches mehr übrig. Und ja, die gehen und verhalten sich und reden wie Zombies. Das ist absolut erschreckend und grauenhaft. Und wie gesagt, das, was heute dann da an Drogen in Umlauf gebracht wird, ist einfach nur noch zur puren Bevölkerungsreduktion gedacht. Und ja, absolut schlimm. Absolut schlimm, kann man nur vorwarnen. Und gerade auch in Amerika hat das absolute, ja, erschreckende Ausmaße angenommen. Amerika ist sowieso noch so ein Level für sich, auch was dort die pharmazeutische Medikation da betrifft mit Pharmazeutika. Wie gesagt, das ist alles noch ein Level, das weit über dem in Europa zum Beispiel steht, wie in Ländern wie, was weiß ich, Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Da sind die USA auf jeden Fall definitiv eine Ausnahme. Und dann natürlich auch, ne, vor dem Hintergrund, dass dort alle Waffen besitzen, ne, und dann es halt auch kein Wunder ist, dass dort ja, die Gesetzlosigkeit wirklich herrscht und regiert. Und der Satan halt letztendlich dann auch herrscht und regiert in einer Art und Weise, wie es zum Beispiel in Europa ja noch nicht ganz so ist, aber auch immer schlimmer wird zum Beispiel. Aber wie gesagt, die USA spielen da nochmal eine besondere Rolle.
Ja, in diesem Sinne sind wir jetzt am Ende angekommen von diesem Teil und bedanke mich hier wieder mal wie immer für eure Aufmerksamkeit. Sage Friede sei mit euch und bis zum nächsten Video.